Bist du vorher auch gerade gefahren, Probe? Jo. Wie fandest du es? Schön schmierig, ja, und eng. Okay, das ist, man hat halt ein bisschen Wasser nachgespritzt, gell? Ja, aber schräg ist brutal eng. Ja. Schlecht zum Überholen, ja. Stehst du dein Maschinle? Mein Maschinle, jawohl. Das Mofale, gell? Schönes Mofale, ja. Wie? Hat leider einen Unfall, bei uns ist ein Fahrer ausgefallen, der hat sich der Fuß gebrochen. Sehr tragisch, jetzt müssen wir mal gucken, dass man zu zweit den ersten Platz macht. Zu zweit, wird es anstrengend? Es wird anstrengend, aber wir geben unser Bestes. Okay, wie lange habt ihr da so rumgeschraubt, dass ihr an dem Mofa-Rallye hier teilnehmen könnt? Eigentlich gar nicht, weil wir haben ja in Durlingen das erste Rennen gefahren und da passt eigentlich alles. Von dem haben wir gar nichts machen müssen. Wie lange habt ihr denn hier geschraubt? Zu lang, glaube ich, zu lang. Aber warum denn? Hab ich's fertig wird. Steht doch gut an, oder? Die Startnummer 25? Jawohl, nachher alles. Hoffen wir. Nachher Nummer 1? Ja, hoffen wir. Oder Top 10 wäre gut, Top 10. Top 10, Top 10 ist eigentlich immer gut. Besser wie gar nichts. Ja, auf jeden Fall durchkommen, Top 10, das ist das Ziel. Okay. Oder? Meisterschaft. Ah, da sind wir weit hinten, da ist Krone-Team. Weiter vorne. Die sind dritter Ball. Krone-Team. Jawohl. Okay. Wie schnell läuft denn so ein Mofa? 65 oder so. Auf Mager. Straße 100. So viel? Lange Übersetzung 100. Wie gefällt es euch in Eberspach? Gut, wir sind zum dritten Mal schon da. Alle drei? Jawohl, und plus diese immer halt ein Problem, plus ein Fahrer. Ein Fahrer für wie viele Stunden? 3 Stunden, 20 Minuten. Und das bist du? Ja, so sieht's aus. Darf ich nach deinem Alter fragen? 42. Stolzes Alter, aber er ist schlecht, er ist nicht so schwer. Bist du schon startbereit? Klar, logisch, immer. Kenntest du deinen Helm, Raptor? Dann könnt ihr mal recht schwätzen. So, jetzt sieht man die mal. Und was haltest du von der Strecke? Wie ist es gelaufen? Scheiße. Warum? Rutschig. Oh, jetzt kommen Räder, Mova, Renni, ja. Fahrer. Strecke ist scheiße, uns fragt Albert Kette. Ja, das liegt an euch. Das liegt an der Strecke. Ja, nein. Nein, ja, was schon. Bist du schon startbereit? Warum hockst du da drauf? Startbereit. Dabei sein ist alles. Jawohl. Die K.O. Boys. Was macht man gerade der Hanna so schläfig? Ja, wir versuchen die Kette momentan immer runter und jetzt tun wir das wieder ein bisschen optimieren. Indem wir jetzt hier einfach mal rausfahren und mal gucken. Also gut, okay, das war's schon. Dankeschön. Wo kommt ihr denn her? Wir sind aus dem Allgäu. Aus Kaufbeuren in der Gegend. Erste Mal da? Nein, zum zweiten Mal. Wir waren letztes Jahr schon da, aber da haben wir kläglich versagt. Wie sieht die Lage heute aus? Ich hoffe gut, also wir stehen eigentlich ganz ordentlich. Da denken wir am Qualifying, das passt auf jeden Fall. Nee, also passt. Mofa rennt noch? Richtig, wir fahren nach der Devise Pokal oder Hospital, das ist klar. Hospital, okay, einer ist ja schon abgeliefert worden. Letztes Jahr in Tulangen einmal ins Krankenhaus, hat einmal einer von uns müssen, ja, aber es passt. Ja, er ist ja immer Streckenposten, da passt das schon ein bisschen auf. Seid ihr auch drei Fahrer? Nein, zu zweit, ich und mein Bruder fahren und er und sein Bruder fahren. Wir sind eigentlich ein Brüderteam, also Familienbetrieb auf Deutsch gesagt. Also man sieht es an der Haarfarbe, finde ich super. Ja, rot, rot gewinnt heute. Jawohl. Start Nummer 8, merke es euch. Ja, Eberspacher, heute zum dritten Mal dabei. Ja, sicherlich. Und läuft alles? Tipptopp. Also wir sind ganz, ganz stolz auf euch und Hauptsache dabei sein ist alles oder nur mehr? Dabei sein ist alles und hoffentlich mal durchfahren. Einfach mal durchfahren, das wäre das Wichtigste. Und wir trinken doch keinen Alkohol beim Fahren. Doch, das wäre das Wichtigste, aber einfach mal durchkommen. Wie läuft es, Herkules, in der Startnummer 4? Ha, wieder viel zu gut, da haben wir schon wieder Angst, haben, dass ich wieder verreckt, bis wir überhaupt losfahren. Echt, oder? Ja. Ah, das ist ja Katastrophe. Aber das ist keine Katastrophe, weil das ist Eberspacher Team. Das muss gewinnen.
Ja klar müssen wir gewinnen, mal ein Herkules muss vorne sein, das ist ganz wichtig. Was war der letzte, wie viel Platz war der da letztes Jahr? 37. 37, also heute machen wir es unter 20. Auf alle Fälle. Bobby? Oh, es pressiert uns nicht, wir wollen durchfahren. Und wer noch dabei rauskommt, das ist egal. Okay, und Strecke findest du auch soweit gut? Top, einwandfrei, passt. Ja. Schwer zufrieden. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Hast du da mitgewirkt? Ja, der Kreuzl ist auf meinem Mist gewachsen. Echt? Ja. Hey, hoffentlich haut's nicht aus. Ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe auch, dass kein was passiert. Also Bobby, yeah. Eberspracher Team muss ganz weit vorne sein. Jetzt yeah, Kröler! So, grüße Gott, ihr Ragereiter-Team mit der Startnummer 2. Was macht ihr gerade? Tanker und Auspuff flicken. Was ist da los am Auspuff? Da war ein Loch drin, weil der Schweißer gepusht hat. Wo ist der Schweißer? Er steht vorne. Ah, du! Also gut, in dem Fall, warum ist dein Mofa so hoch? Warum? Oder Freiheit. Kasten Bier muss drunter passen. Kasten Bier? Mindestens. Lange aber nicht mehr, wenn der Auspuff im Weg ist. Bist du nervös? Kaum. Das ist alles heiß. Dann zieh dich halt aus. Ja, das hätte ich gern. Ja, okay. Lauf dir es wieder jetzt? Ja, selbstverständlich. Kannst du mal so ran machen? Mit dem Mofa oder mit dem Mund? Mit dem Mofa. Das war ein schöner Rennen. Was wollen wir für den Platz machen? Da ist alles offen. Hey, ihr habt einen geilen Pool hier. Das finde ich super. Kennst du deinen Kopf noch nicht? Oliver, was schritt. So, also das war's von der Rage Reiter. Nass geschwitzt. Vor dem Fahren schon. Wie Laufzeit für dich? Oh, scheiße. Kette ist schon kaputt gegangen. Ja, nicht Haar. So halt. Ah, du darfst mitfahren? Ja. Wir fahren jedes Jahr mit. Okay. Hast du wieder deinen Gickeler-Helm? Ja, habe ich auch wieder da. Und das Dress? Habe ich auch wieder. Ist aber relativ versifft, muss man sagen. Oh, shit, Wäsche kennen noch. Oh, meine Freundin. Achso, nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Was war mit der Freundin? Nix. Ich darf mein Männerkostüm halt nicht waschen. Okay. Ebersprache halt wieder super klasse. Heute wird's echt geil. Bisschen trocken, aber sonst gut, ey. Ja, aber besser wird's nass. Wenn es solche hätte, wäre auch nichts. Ja, wenn es solche hätte, wäre auch nichts. Aber man beschwert sich ja so oder so, oder? Okay, Startnummer 1, oder? In dem Fall? Startnummer 1 ohne Startnummer. Haben wir vergessen.